Hallo meine Pokéfreunde und Pokémon, willkommen zu... Einen Moment. Five Nights at Freddy's 3. So, jetzt kann man mich wieder sehen, tut mir leid. Meine Facecam ist halt oben links und oben links steht halt die Schrift. Und ja, da steht FNAF 3, abgekürzt für Five Nights at Freddy's 3, macht glaube ich Sinn. Und yeah, ich weiß, wir haben FNAF 2 noch nicht hundertprozentig durch. Wir haben noch nicht 1020 geschafft, also Standpunkt jetzt, wo ich gerade aufnehme, aber... Ich habe mich entschieden, schon mal weiterzumachen. Und ja, dann 1020 vielleicht ein andermal zu machen. Beziehungsweise irgendwie so gesehen im Hintergrund dazu zu machen. Ich will das jetzt nicht. Ich will das jetzt blend nicht irgendwie stoppen oder irgendwie in der Warteschlange lassen. Wisst ihr, was ich meine? Ich will irgendwie mal sofort weitermachen. Aber jetzt kommt wieder ein kleiner Cut. Denn ich werde euch mal kurz was zeigen. So, wir befinden uns gerade hier bei der kostenlosen FNAF 3 Version, die Scott Cawthon, der Entwickler von FNAF, bei Release hat. Der wurde angeblich gehackt. Natürlich war das alles nur, it's just a prank, bro. Und ich weiß, man sieht mich gerade nicht und die Musik ist etwas laut, ich weiß. Also, für mich ist die Musik etwas laut. Ich würde sagen, wir sehen uns das einfach mal anders spielen. Warum es kostet ist und was da passiert ist mit. Und dann befinden wir uns hier! Und das ist eins von Scott Cawthon Spielen. Und zwar ist das Spiel, der ist no pause button. Auf Deutsch, da gibt es keinen Pause-Knopf. Toll übersetzt, oder? Und ja, der einzige Unterschied zu diesem Spiel und dem originalen Spiel ist, dass man hier einen Freddy-Kopf hat. Ja, es gab davon für diesem Spiel auch eine andere Version. Wir haben da gerade im Hintergrund den Troll-Song. Ich hoffe, das ist nicht allzu laut. Ich habe es jetzt nicht getestet. Oh Gott, ich habe 99 Leben insgesamt, glaube ich. Und ja, es gab noch eine andere Version. Die wurde dann später irgendwie released. Für alle. Es ist ein aufgeklärt, wo das alles ein Prank war. Hat der noch eine Version hochgeladen? Mit der Copyright, mit der No-Copyright-Musik, weil das hier ist ja Copyright-geschützte Musik. Deshalb mit einer anderen Musik, aber ansonsten ist es alles das gleiche. Ich kann es aber kurz für mich einblenden. Oh, verdammt. Ja, ich bin nicht so gut, ich spiele mal so bis Level 10. Ich glaube, es gibt 30 Level, soweit ich weiß. Ich glaube schon. Und wir spielen mal bis, ich würde sagen, Level 10 ungefähr. Warum nicht? Dann gehen wir mal zum richtigen Spiel. Also ich werde mal kurz ein wenig an dem Gameplay von anderen Personen irgendwo. Verdammt! Dieser Bowser-Abklatsch. Lalalala, du, 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 du. Dafür werde ich gecopyright-claimed. So, ich hoffe, das wird nicht zu allzu schlimm mit dem Copyright-Claim. Jetzt darf ich das ganze Video neu machen, weil ich keinen Bock zu hören habe. Ach, verdammt! Das ist gar nicht so einfach für mich. Vor allem die späteren Level werden mega schwer. Das ist fake. Das weiß ich noch. Ich habe bis Level 15 oder so gespielt. Ich weiß es gar nicht genau. Und wie findet ihr diesen Troll? Ist auch sehr, sehr lustig, oder? Neuroffel? Würdet ihr sagen Neuroffel oder nicht? Haut mal rein in die Comments. Das ist der einzige Moment, wo man dieses Spiel stoppen kann. Muss man auch wegen dem Feuer, wegen den Hotheads. Das ist, ach, ich wusste, es ist fake. Ich bin im falschen Moment abgesprungen. Ich bin gesprungen, du kleiner Kekko. Jetzt. Yes. Oh nein. Nein! Es gibt auch keine Checkpoints in diesem Spiel. Es fuckt richtig ab, finde ich. Wow! Oh, der Arsch. Okay. Vorsicht, ich hab genug Zeit. Jetzt. Wow! Wow, lala. Das hat geklappt? Lol! Es klappt! Lol! Nein, das war nicht! Okay. Wenn Bowser nicht schießt. Einmal geschossen. Okay, cool. Super. Lala. Wie findet ihr das Spiel eigentlich? Wenn ihr Bock habt, könnte ich ja irgendwann mal dieses Spiel im Stream oder so durchzocken. Irgendwie hätte ich Bock zu. Und ich weiß, man sieht gerade meine Lebensanzeige. Ich habe oben dieses Scott-Symbol und dann habe ich da die Lebensanzeige. Ja, ihr habt wahrscheinlich schon im anderen Gameplay gesehen. Oh Gott,
Was ist das denn für eine Passage? Oh Gott. Oh, der Boden ist ein Fake. Yes! Yes! Ich würde sagen, das nehmen wir mal noch eine Mauer ab. Wir wollen nämlich schließlich das richtige Horror-Game sehen. Der Freddy-Kopf packt aber nicht, wenn wir nicht kommen. Vor allem, wenn man stirbt. Okay, reicht jetzt auch. Genug. Ich weiß, es ist gerade so ein komisches Bild hier im Hintergrund, das ist nur damit ich eben, weil jetzt, hier wo ich gerade bin, ist normalerweise halt die Facecam auf dem Screenshot und ich mache das immer, damit ich sehe, wo ich ungefähr in dem... Ihr wisst, was ich meine. So, auf jeden Fall würde ich sagen, ich liebe diese Musik. Und dieses Springcamp ist natürlich viel, viel schöner als vorher, dieses andere. Und hey, meine Qualität ist jetzt hier in dem Titelbildschirm wahrscheinlich auf 360p oder so. Statt auf 180p bei den anderen Games, aber immer noch nicht so gut. Immerhin besser. Man kann mich jetzt zumindest sehen. Man kann hier meinen Finger sehen, oder? Wenn ich jetzt hier so mache, kann man meinen Finger sehen. Und wenn ich jetzt hier meine Augen zumache, dann sieht man das, glaube ich, auch. Hey, egal. Ich bin cringy. Wir machen weiter. Fang an. Coming soon, Fazbear's Fright, the horror attraction. Local amusement park is getting ready to scare your socks off with a new attraction based on the unsolved mysteries of Freddy Fazbear's Pizza. Featuring like... Okay. Ich mag diese Geräusche. Also ich muss ehrlich gestehen, das ist unser neues Office. Ich kann nichts machen. Hallo? Spiel? Ah, jetzt kann ich was machen. Hey, glad you came back for another night. Another night? I promise it'll be a lot more interesting this time. Some great new relics over the weekend, and we're out tracking down a new lead right now. So, let me just update you real quick, then you can get to work. Like, the attraction opens in like a week, so we have to make sure everything works and nothing catches on fire. When the place opens, people will come in at the opposite end of the building and work their way toward you, then pass you and out the exit. Yeah, you've officially become part of the attraction. You'll be starring as a security guard. So not only will you be monitoring the people on the camera as they pass through, you know, to make sure no one steals anything or fakes out of the corner, but you'll also be a part of the show. It'll make it feel really authentic, I think. Now let me tell you about what's new. We found another set of drawings, always nice, and a foxy head, which we think could be authentic. Then again, it might just be another crappy cosplay. And we found a desk fan, very old school, metal though. Watch the fingers. Right now the place is basically just, you know, flashing lights and spooky props. I honestly thought we'd have more by now. If we don't have something really cool by next week, then we may have to suit you up in a furry suit and make you walk around saying, boo. It's schon 2 Uhr morgens. You know, like I said, we're trying to track down a good lead right now. Some guy who helped design one of the buildings says it was like an extra room that got boarded up or something like that. So we're gonna take a peek and see what we can find. For now, just get comfortable with the new setup. You can check the security cameras over to your right with the click of that blue button. You can toggle between the hall cams and the vent cams. Then over to your far left, you can flip up your maintenance panel. You know, use this to reboot systems that make you offline. In trying to make the place feel vintage, we may have overdone it a bit. Some of this equipment is barely functional. Yeah, I wasn't joking about the fire. That's a real risk. The most important thing you want to watch for is the ventilation. Look, this place will give you the spokesman, and if you let that ventilation go offline, then you'll start seeing some crazy stuff, man. Crazy keep stuff, that air man. Flowing. Keep okay, that air flowing. Okay, dieses Spiel ist sehr, sehr anders als die anderen Teile und viele haben es auch nicht verstanden. Ich habe es auch nicht verstanden.
bis vor kurzem, jetzt habe ich es teilweise verstanden, denke ich. Also es gibt hier nur einen einzigen Animatron, der uns killen kann. Es gibt insgesamt mehrere, aber die anderen sind alles nur Halluzinationen. Die sollen mich nur ablenken und die bringen mich dazu, dass ich, dass meine Ventilation kaputt gehen. Und dieser eine Animatronic, den ich noch nicht sagen werde, das ist natürlich der, den wir im Titelbildschirm gesehen haben. Das ist Springtrap, so heißt der. Falls wir den irgendwo sehen, dann müssen wir ihn irgendwie weglocken mit Balloon Boys Stimme. Also wenn er jetzt zum Beispiel hier ist, wir sind jetzt hier so drinne, dann müssen wir, und wir sind ja jetzt hier unten, dann müssen wir ihn wahrscheinlich irgendwie hier und so in diesem Bereich halten, damit er nicht zu uns kommt. Und natürlich kommt hin und wieder mal irgendwelche Halluzinationen, die uns ablenken wollen und ja, irgendwie so funktioniert das Spiel. Ich habe es lange nicht verstanden, aber natürlich für das Let's Play musste ich natürlich nachgucken, wie es funktioniert, weil ich will natürlich nicht wieder letzte Volltrottel dastehen, der 2019 immer noch nicht weiß, wie Five Nights at Freddy's geht. Und es gibt noch ein paar Sequels zu diesem, ja, zu diesem Spiel. Die werde ich alle sofort machen. Ja. Also bisher passiert nichts. Haben wir es geschafft. Yay! Das ist ein anderes Sound, ne? Oh. Hi. Direkt ein Minigame, krass. Achso, ne, das sind diese Story-Minigames. Ah. Wo soll ich lang? Ich bin Freddy Fazbear. Ich muss nämlich nach rechts oder so. Follow me. I'm gonna follow you, Shadow Freddy. Follow me. Ich follow dir, ja. Ich follow dir auf Insta. Was? Ich hab kein Insta. Ist ein Pirat, ich komme nicht rein. Nein, nicht. Die haben Freddy Fazbear getötet, die Schweine. Ladezeiten sind viel kürzer, aber ich kann mich hier kurz nicht bewegen. Hier sitzt ja unten nicht so ein Ladesymbol. Jetzt kann ich mich bewegen. Jetzt soll es, glaube ich, losgehen. Hey man, richtig, okay, losgehen. I think they were like training tapes for like other employees or something like that. So I thought we could like have them playing like over the speakers and walk through the entire thing. Dude, that makes this so da? Legit, man. But I have Hallo? A better surprise for you. You're not gonna believe this. We Hello? Found Hello? A real one. Gotta go, man. Well, look, it's in there somewhere. I'm sure you'll see it. Okay, I'll leave you with some of this great audio that I found. Okay. Der schon wieder. Phone Guy. Wo ist er denn? Wo ist Mr. Springtrap? Okay. As accident, slash injury, slash death, slash irreparable and grotesque maiming can occur. First, we will discuss how to operate the mascots when they are in animatronic form. Dann wendest du nicht, nur das hätte ich auch gehört. Video error. Oh no. Oh no. Hi. Camera system. Okay. Okay. Ich glaube, ich hab's. Komm, zweite Nacht. Falls ich irgendwas in der zweiten Nacht übersehen habe, werde ich auf jeden Fall in der nächsten Folge nachholen. Und die dritte Nacht machen wir heute nicht. Vielleicht sterbe ich auch gleich. Aber ja, falls ihr noch was in dieser Nacht vergessen habt, dann mach ich es gleich nach. Nach der Folge. Was? Nein, nein. Nicht Ventilation, ich brauche Air. I need fresh air, man. Keep the air flowing. Oh nein. Was? 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 Ich hab doch alles ver... What the fuck? Geh zurück! Ist er jetzt hier? Hä? Ich hab ihn gar nicht gesehen! Was zum Fick? Hello. Audio-Error. Oh nein, Hilfe. Niemand da? Cool. Ich hab niemand atmen gehört. Schon wieder. Hallo? Das ist spooky. Hallo! Wo ist er denn? Wo ist er? Hallo?
Hallo? Muss man nicht irgendwie auf eins der Poster klicken für ein Minigame? Oh lol! Ich hab's! Null! Hier! Man muss in jeder Nacht, außer der ersten Nacht, irgendwie so ein Minigame machen. Und ich hab's hier. Ich wäre wahrscheinlich eh gestorben irgendwie, weil ich nicht gefunden habe. Aber ich finde, in diesem Spiel ist es sehr, sehr schwer, ihn zu finden. So, ich glaube, man muss jetzt irgendwie durch die Wand glitschen. Ich glaube, das darf ich jetzt nicht durchs Exit. Hier irgendwie durch die Wand? Genau, genau. Bibis Air-Adventure. Oh, oh. Hi. Hey. Und jetzt? Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Jetzt nach rechts oder so? Ich weiß es gar nicht. Oh, hi. Hi. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht die Nacht dadurch resettet. Wenn doch, dann tut's mir leid, dann ist es halt so. So, und jetzt brauchen wir diesen Rainbow Balloon. Warum habe ich einen lilanen Balloon? Egal. Und dann haben wir ihn und dann hier zurück ins Gameplay. Und die Nacht restartet. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. Ich werde jetzt über den Phone Call drüber reden. Ah, der existiert gar nicht mehr. Okay. Egal. Sorry, guys. So. Die machen wir noch auf jeden Fall noch. Da, ich seh ihn, da ist er. Hier ist er. Hello. Hello, geh zurück, zurück. Busche. Ist er hier? Hallo. Zurück mit dir. Wo ist er? Muss ganz genau hingucken, glaube ich. Da ist er. Bleib da drin. Okay, nichts. Nichts kaputt. Nice. Wo, Bruder, wo bist du? Hi. Bleib in diesem fucking Raum. Oh Mann, ich hab keine Ahnung, was ich mache. Da ist er. Er ist in dem Raum. Okay. Zurück zum Exit. Zurück zum Exit. Audio-Error. Okay. Also bei Audio-Error kann ich dann wahrscheinlich kein Hallo mehr sagen. Mit Balloon-Boy-Stimme. So, soweit ich weiß, ist in dem Typen. Obwohl, dann sage ich mal lieber nichts zu Springtraps Vergangenheit. Lass es mal lieber. Kann er überhaupt in diesem Raum hier drin sein? Ich habe ihn noch nie in diesem Raum gesehen. Oh doch, da unten rechts. Da guck mich an. Bleib da schön drin, du Kleiner. Meine Güte. Aber die Nächte in diesem Spiel gehen viel schneller vorbei als in jedem anderen Spiel, soweit ich weiß. Was? Nope, du gehst wieder zurück. Video-Error? Ach, kein Problem, du. Ich bin krasser Boy, ich verstehe schon das Gameplay. Also ich habe es nie verstanden, aber hätte ich es jetzt nicht verstanden. Also hätte ich jetzt einfach so das Spiel jetzt played, ohne irgendwas zu checken, dann gäbe es wahrscheinlich nur Fails und die möchte ich gerne vermeiden, wenn es geht. Ist er da unten rechts? Ja, yep, er ist jetzt in diesem Raum. Immer gucken, Ventilation, keep that air flowing, Bros. Hi. Hi, Audio-Error, okay, okay, alright. Nein, Ventilation, nein. Nein! Das kam direkt danach, als ich schon drauf geklickt habe. Wie fies ist das denn? Jetzt piept, oder? Jetzt macht beep, beep, beep. Error. Oder? Nee? Gut, super. Fuck, wo ist er hin? Hi. Back into the room, bitch. Wo bist du? What the fuck ist er? Vent, vent. Ich schwöre, ich habe ihn gehört. Wo ist er? Hi. Zurück in den Raum mit dir. Hey, wie seht ihr das da oben? Die Kamera hat so ein... Hallo? Warum bist du hier? Nö, tschüss. Nein! Warum war der schon hier? Ich habe ihn die ganze Zeit zurückgerufen. Kann mir bitte jemand erklären, was ich falsch gemacht habe? Was habe ich bitte falsch gemacht? Was? Was habe ich falsch gemacht? Was? Ich verstehe es nicht. Ah! Fuck! Ich verstehe nicht, was ich falsch gemacht habe. Zurück in den Raum mit dir, Bro. Jetzt mal, no joke, ich mache jetzt hier schon mal das Vent zu hier. Ich glaube, da war hier bei Cam 13 oder so drin. Und dann ist er einfach direkt hier ruhig durchgekommen. Ich glaube, das ist passiert. Dann soll ich Cam 13 noch zumachen, oder nicht? Bin ich schlau.
Was? Hi. Wo ist er? Ja, hallo. Ich sehe nichts. Da ist er. Er ist in dem Raum. Schnell, schnell, schnell. Auto-Error jetzt. Fuck, wo ist er? Ja, er ist in dem Raum. Keine Errors. Super. Bleib in den Raum. Geh ganz tief rein. In den Raum. Da hinten hin. Ja? 1 Uhr morgens. Das ist jetzt schon 1 Uhr morgens. Das ist irgendwie voll krass, finde ich. Am besten bleibst du hier hinten. Audio-Error, halt doch die Fresse. Bitte kein Ventilation, während ich Audio-Error habe. Bitte nichts Error. Gar nichts. Am besten niemals wieder. Ja? Dankeschön. Hello. Bleib in den Raum drin, ja? Hilft es was, wenn ich in dem gleichen Raum Hello sage? Ich weiß es nicht. Fucking Video-Error, was soll denn das? Warum war der vorhin denn direkt hier? Ich muss... Also meine Vermutung ist immer noch, dass er durch den Vent gegangen ist, weil ich habe ihn ja gehört. Er ist ein Vent. In welchem ist er denn? Ist er hier? Nein. Ist er schon da? Warum ist er schon da, Leute? Da hinten ist was Cooles, oh mein Gott, Leute! Hilfe! Nein! Ich bin tot. Hi! Bitte hast du es da hinten gehört? Oh nein, oh nein, oh nein. Ich habe wirklich Angst gerade. Fick dich doch, ich bin tot. Habe ich recht? Hi. Fick dich! Nein! Oh Mann! Ey, das ist trotzdem voll schwer! Und ich habe die anderen Halluzinationen bisher noch gar nicht gesehen. Ich versuche die Nacht in der nächsten Folge weiter. Ich... Zusammen mit Nacht 3. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Und haut rein und ciao, Leute! Was zum Teufel war das gerade?